Wer möchte es nicht, das perfekte Reisemobil? Doch was ist schon perfekt? Ist es groß, freut man sich über den Wohnraum und ärgert sich, dass man nicht mehr überall hinkommt. Ist es klein und wendig, muss man sich auf Reisen schnell einschränken, was den Komfort angeht. Aber kann dieser Daily namens Dakar 693E aus dem Hause Bocklet sowas wie perfekt sein? Wir haben hier heute ein Iveco 70180. So viel schon mal vorweg. Dieses Auto wird es in naher Zukunft nicht mehr geben. Es ist schon jetzt nicht mehr bestellbar. Die Modellpflege kommt, es wird sich aber nicht so entscheidend ändern. Was gehört zu einem perfekten Reisemobil dazu? Ich finde, eine Seilwinde sollte sein. Wenn man nämlich allein unterwegs ist, kann man sich damit auch mal aus dem Dreck ziehen. Hier ist ein Anbausatz von Horntools verbaut mit einer Horntools-Winde. Die kann 6 Tonnen ziehen, Kunststoffseil mehr als genug. Aber sie wird eine Einzelabnahme brauchen, denn dafür gibt es kein Teilegutachten. Wie es sich für ein richtiges 4x4 Reisemobil gehört, sind hier ein bisschen entschärfte Reifen drauf. 265, 70, 19,5 Zoll Felgen. Damit kann man auch lange Strecken gut fahren. Aber jetzt kommen wir zum entscheidenden Teil. Das ist nämlich hier die Wohnkabine. Mittlerer Radstand, langer Aufbau von Bocklet mit einem Heckalkoven. Das ist mal ganz was Besonderes. Was der Vorteil eines Heckalkovens? Ich kann die Ersatzräder sehr schwerpunktgünstig unterbringen. Und das ist hier wirklich gut gelöst. Im oberen Bereich habe ich Platz für das Bett. Und die Ersatzräder rutschen hier richtig schön nah an den Rahmen ran. Ich habe Platz für 2 Räder. Und das ganze System kann ich einfach hier rausklappen, Rad rein, wieder hochklappen. Das ist wirklich gut gelöst und Platz für Fahrräder ist auch noch, die kommen nämlich hier hinten dran. Was zeichnet ein gutes 4x4 Reisemobil noch aus? Natürlich gut erreichbarer Stauraum in Hülle und Fülle. Ich glaube, das ist hier gegeben. Platz für viele Eurokisten, die hier auch gut durchpassen. Und man merkt es auch, hier ist die Heizung. Das ist also ein beheizter Stauraum, finde ich optimal. Ladekante ist niedrig genug. Und für Werkzeug und Bergeausrüstung gibt es noch ein Fach, auch auf der Beifahrerseite drüben. Da komme ich perfekt ran. Genauso perfekt komme ich an den Wasserbefüllstutzen. Ich muss nicht irgendwo ganz oben alles befüllen. Hier komme ich auch mit einer Gießkanne oder mit einem Gartenschlauch bequem ran. So soll das sein. Und dann haben wir natürlich noch einmal den Bedarf für Brennstoff. Hier unter ist der Dieseltank und da oben drüber sind die Gasflaschen. Es ist Platz für 2x11 Kilo. Hier ist jetzt nur eine 5 Kilo Flasche drin. Aber damit kann ich einige Monate lang kochen. Bevor wir aber gleich Küche und Co. besichtigen, drehen wir erst noch ein paar Runden. Dass der Daily ein guter Offroader ist, hat er nicht zuletzt vor kurzem bewiesen, als wir unseren Redaktionsneuzugang durchs Testgelände gescheucht haben. Bei diesem Bocklet steht auf der Liste der Pluspunkte, er ist mit 6,93 Meter noch kompakt genug für engeres Terrain, und innen bietet er so manche Überraschung. Mit 3,20 Metern hält er gerade noch die nötige Gesamthöhe ein, mit der man beim ADAC den Wohnmobilschutzbrief bekommt. Und das Fahrverhalten des 5,7 Tonnen schweren Ivecos geht auch in Ordnung. Was sollte das perfekte Fahrzeug denn sonst noch mitbringen? Das optimale Fernreisemobil, was ist es? Es ist auf jeden Fall sehr komfortabel auf dem Fahrersitz. Und das heißt hier in diesem Fall, wir haben Automatikgetriebe. Der Iveco 70180 hat 180 PS aus 3 Litern Hubraum. Ist ausreichend für den großen Aufbau da hinten. Ist jetzt nicht mehr ultra spritzig, aber reicht völlig aus, um überall durchzukommen. Untersetzungsgetriebe, 3 Sperren, also ich kann auch angstfrei in anspruchsvollere oder schlechtere Wege einfahren. Und was mir ganz wichtig ist, er muss wendig sein. Wir haben hier nicht den ganz langen Radstand, sondern den mittellangen. Und das heißt, wie zum Beispiel eine Einfahrt wie hier, wo es eng ist, ich kann sehr schnell in 3 Zügen noch wenden. Das Auto ist übersichtlich, ich muss mir also keine Angst haben, niemanden rausschicken. Und selbst wenn ich jetzt hier anfahren will an dieser doch eher steilen Rampe, dann mache ich mir eben kurz das Untersetzungsgetriebe dazu. Und dann fährt das Auto wirklich wie durch Butter hier wieder los. Das ist schon ganz wichtig und macht wirklich Spaß zu fahren. Für alle, die jetzt meinen, das ist doch genau mein Basisfahrgestell, das nehme ich, die müssen wir enttäuschen.
Dieses Auto wird, wenn dieses Video ausgestrahlt wird, nicht mehr zu bekommen sein. Das Auto ist nämlich schon jetzt nicht mehr zu bekommen, während wir diesen Beitrag drehen. Das sind die letzten, die ausgeliefert worden sind. Es wird also ein Facelift geben, dann wird er wahrscheinlich ein bisschen anders aussehen. Andere Frontmaske haben, Technik bleibt dieselbe. Ab 2023 wird das wohl wieder losgehen. Das mal als Ankündigung für alle, die jetzt heiß drauf sind, so ein Auto haben zu wollen. Na gut, etwas Geduld müsst ihr noch haben, aber dann. Und wer sich jetzt wundert, ob das hier meine Knochen sind, die quietschen, während ich durchs Gelände fahre, nein. Das ist der Gummifaltenbike hier hinten beim Durchgang. Der hätte ein bisschen Talkum oder ein bisschen Fett vertragen können. Das Auto ist ganz neu. Wenn man das ein bisschen schmiert, dann quietscht auch nichts mehr. Ich habe eine sehr große Tür. Die ist 50 cm breit, also da kann man auch wirklich sehr bequem durchgehen. Auch das ist ja durchaus ein wichtiges Argument für ein Reisemobil, dass ich eben Fahrerhaus und Aufbau miteinander verbunden habe. Und wenn es auch nur für den Notfall ist, hier ist jetzt die Doppelsitzbank vor, die müsste ich so ohnehin erstmal beiseite klappen. Ein Manko, was den Bocklet Dakar nicht ganz zum perfekten Reisegefährten macht, die Gewichtsverteilung. Auf der Hinterachse schleppt er 3,5 Tonnen, vorne nur 2,2. Immerhin sind Tanks und Technik zentral über der hinteren Achse platziert. Und ein störendes Nachwippen auf Bodenwellen ist uns auch nicht aufgefallen. Zeit, die Kabine von innen zu begutachten. Das also ist jetzt der Innenraum des Bocklet. Was mir auf dem ersten Blick auffällt, ist diese riesige Sitzgruppe. Brauchst du die wirklich? Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht 8 Leute finden hier bequem Platz. Also das ist wirklich sehr großzügig. Aber wenn ich lange in dem Fahrzeug leben will und es nicht nur zum Urlaubscamping nehmen will, dann habe ich auch wirklich viel Raum zum Arbeiten beispielsweise oder auch einfach auch Raum, um sich hier mal hinzuflezen. Und dann fällt auch auf, wenn ich hier länger sitze, die Fenster sind auf einer tollen Höhe. Ich habe wirklich einen Weitblick. Ich habe da drüben ja 2 sehr große Fenster. Noch mehr Licht bringt die Dachluke hier oben rein. Also das sind alles schöne Maße. Der Tisch ist verschiebbar und absenkbar. Auch das funktioniert gut. Was mir aber schon hier beim Sitzen auffällt, ich habe ja schon hier sehr viel Höhe. Also die Kabine ist vielleicht ein bisschen hoch geraten. Ja, 2,5 Meter Stehhöhe ist für die meisten Menschen mehr als ausreichend. Da könnten tatsächlich noch ein paar Zentimeter abgeknapst werden. Ein Punkt, woran man sofort erkennt, ob ein Hersteller ein gutes Fahrzeug baut, das sind die Polster. Hier sind sie zum Beispiel angeschrägt, die Rückenlehnen. Der Schaumstoff, der da drunter ist, ist von richtig guter Qualität. Hier sitzt man fantastisch. Was mir nur auffällt, ist, dass das Bett hinter mir ein bisschen klein ist. Damit das für 2 Leute funktioniert, muss ich erstmal ein bisschen umbauen. Und zwar wird hier auf Knopfdruck umgebaut. Und so wird aus einer Koje mit 90 cm Breite in wenigen Sekunden eine 1,40 Meter breite Schlafstatt für 2. Der ausfahrbare Alkoven macht's möglich. So sieht das schon anders aus. Matratze noch nach vorne ziehen und dann habe ich hier im Heckalkoven das große Bett. Und die Sitzgruppe bleibt erhalten. Und auf einmal ist das an sich schon sehr einladende Fahrzeug richtig, richtig groß geworden. Und als vollwertigen dritten Schlafplatz kann man dann noch die Sitzgruppe umbauen. Ein gutes Reisemobil ist ja im Prinzip eins, was technisch nicht zu komplex ist. Hier haben wir jetzt ein ausziehbares Bett, das nicht nach vorne gezogen wird, sondern mit dem Heckalkoven nach außen verschwindet. Brauchst du das? Ich finde es zumindest eine spannende Denkweise. Simpler wäre es natürlich, das Bett nach vorne zu ziehen, weil die Sitzgruppe so groß ist. Aber wer wirklich lange unterwegs sein will und eigentlich damit liebäugeln würde, ein größeres Auto zu kaufen, der hat hier natürlich den tollen Kompromiss. Denn im Stand habe ich auf einmal das große Auto, was ja eigentlich schon LKW-Format hat, hier im Innenraum. Und während der Fahrt habe ich ein kleines. Unter dem Aspekt ist das eine tolle Lösung. Und außerdem ist der Alkoven gut gebaut, denn an den Übergängen des Slideouts gab es so gut wie keinen Wärmeverlust, wie unser Test mit der Wärmebildkamera ergab. In der Küche komme ich mal zum Thema Brennstoff. Bocklet setzt auf 2 Brennstoffe, und zwar auf Diesel und Gas. Gekocht wird mit Gas, ganz offensichtlich. Wir haben 3-flammigen Herd mit Backofen und 2 11 Kilogramm Flaschen, die hier unterhalb im Staukasten stehen. Es wird aber auch mit Gas geheizt, mit einer Truma Kombi 4E. Die könnte man auch mit der Elektropatrone beheizen. Das heißt, wenn ich ausreichend Sonneneinstrahlung habe,
dann könnte ich auch das Warmwasser oder eben auch die Heizungsluft damit erwärmen. Und es gibt eine Diesel-Luftheizung, eine normale Autotherm, 2 Kilowatt Heizung. Das heißt, ich kann damit meine Gasvorräte strecken und kann das Fahrzeug zusätzlich aufheizen. Ich habe in Summe im Prinzip 6 kW. Das heißt, das ganze Fahrzeug ist redundant auf 2 Brennstoffe, finde ich optimal gelöst. Die Küche selbst, die ist ein bisschen klein geraten, weil einfach die Sitzgruppe so groß ist. Es gibt hier unter Korianabdeckung 2 Spülbecken, ein großes und ein kleines. Das hier ist schon ziemlich mächtig schwer. Also da merkt man, dass das hier auch wirklich der 7-Tonner als Basisfahrzeug ist und nicht der 5,5-Tonner. Hier wurde nicht gespart mit Material, ist aber natürlich von der Ausführung wirklich schön gemacht. Ich denke aber, das würde leichter gehen. Ein Punkt, woran man gute Erfahrung erkennt, ist natürlich ja, hier diese schönen Abdeckungen sind ja schön und gut. Wo soll ich aber hin, wenn ich koche? Hier unten ist ein Fach und da sind extra 3 Reiter vorgesehen, wo ich die einsetzen kann. So, da verschwindet es drin und ich habe die Spüle frei zum Benutzen. Bei einem guten Reisefahrzeug ist natürlich immer auch die Frage, wo ist die Technik und wie ist sie platziert? Hier macht Bocklet das neben der Eingangstür. Im unteren Bereich ist der Kompressorkühlschrank mit 130 Litern. Das finde ich schon mal perfekt geeignet, denn wenn die Einkäufe kommen, die ich einladen will, habe ich sie ratzfatz hier verstaut, kann sie kurz abstellen, sortieren, also an der richtigen Stelle gelöst. Darüber ist die Elektrik und wenn ich da reingucke, dann weiß ich jetzt schon, auch das ist perfekt gelöst. Selten sieht man so eine aufgeräumte Elektrik, selten komme ich so schnell an alles ran. Die Bereiche sind beschriftet, im vorderen Teil gibt es Sicherungsautomaten, für den restlichen Teil sind hier hinter Schmelzsicherungen angebracht. Und auch die Menge der Elektrik ist eigentlich gut ausgewählt. Es ist nicht zu viel, es ist aber auch nicht zu wenig dabei. Hier ist der Batteriemonitor, der eben auch die Tanks überwacht. Also alles da, was ich brauche. Dann gibt es hier noch ein Radio, jede Menge Steckdosen, USB, 230 Volt und 12 Volt. Also auch da die volle Bandbreite, finde ich top. Ob es heutzutage noch ein Autoradio braucht, das sei mal dahingestellt. In Fahrzeugen ist es ja auch immer wichtig, dass die leicht zu reinigen sind. Und da gibt es tatsächlich hier ein Detail, was mich nicht so begeistert. Das ist nicht der Weinschrank, der ist natürlich sehr praktisch, sondern das ist dieses Gitter hinterm Gitter. Es geht im Prinzip um die Abluft vom Kühlschrank, die hier hochwandert. Und ich habe hier 2 Gitter hintereinander. Das wird irgendwann alles ein bisschen ranzig und staubig und dreckig. Das hätte man sicherlich eleganter lösen können. Denn elegant kann Bocklet ganz offensichtlich, denn solche Sachen wie diese abgerundeten Bereiche, die funktionieren ja auch. Was fehlt jetzt noch bei einem Reisemobil? Ganz klar die Nasszelle. Die ist hier ganz vorne und bietet alles, was man braucht. Trockentrenntoilette, Standard mittlerweile. Darüber das Waschbecken, eine Dachluke, der Durchgang nach vorne und hier auf der Seite ist die Dusche. Also alles, was ich brauche, auch mit viel Platz. Aber was mir jetzt wirklich noch fehlt, das ist ein Kleiderschrank, ein richtig großer Kleiderschrank. Und hier ist zwar ein Schrank, aber der ist natürlich, weil die Dusche dahinter ist, wahrscheinlich eher klein. Was er nicht ist, also das ist der Kleiderschrank, nach dem ich suche. Dann muss ich noch mal hier ins Badezimmer gucken. Ah! Das finde ich mal smart. Die Dusche ist natürlich während der Fahrt immer ungenutzter Luftraum. Warum nicht also während der Fahrt den Kleiderschrank da reinfahren? Kompressionsverschlüsse 4 Stück, oben die Bänder in der Decke. Das finde ich echt smart und jetzt habe ich eine große Dusche. Das ist eine verblüffende Lösung. Okay, wenn jemand duscht, ist die Kabinentür blockiert. Das ist aber im Hinblick auf die optimale Platzausnutzung in Ordnung. Die Bocklet-Badezimmer sind häufig fensterlos. Das gefällt mir persönlich nicht so sehr. Es gibt aber eine leistungsstarke Luke mit Lüfter. Und es gibt noch eine weitere Überraschung hier, dieses Waschbecken. Das kann ich weiter nach vorne ziehen. Für alle, die das Waschbecken mal zum Haarewaschen benutzen wollen und nicht hier über das WC hinüberkrabbeln wollen. Ich weiß nicht, ob es das wirklich braucht. Wer sich daran stört, ja, aber der Aufwand ist natürlich schon relativ groß und das Mehrgewicht. Also ich denke, darauf kann man durchaus auch verzichten.
Eine Moskitonetztür darf auch nicht fehlen. Und was ich immer ganz wichtig finde, wo schlägt eine Tür an? Nicht, dass dahinter ein Fenster ist, dass das Fenster kaputt machen oder abdecken würde. Aber kommen wir mal zu einem grundsätzlichen Fazit hier vom Innenraum des Fahrzeuges. Es ist für ein Iveco Daily maximal groß. Eigentlich ist das ja schon ein LKW-Format. 4,70 Meter hier in der Länge, über 4,70 Meter in der Länge. Sowas kann man eigentlich nur auf LKWs unterbringen. Und insofern ist das maximal attraktiv, wer wirklich viel Platz haben will, aber ein kompaktes Auto nutzen will. Für meinen Geschmack ist es ein Ticken zu groß. Die Sitzbank ist ein Ticken zu großzügig. Die Innenhöhe mit 2,5 Meter ist mir ein Ticken zu viel. Aber wer nach Platz sucht und kein LKW fahren will, für den ist es, glaube ich, wirklich das optimale Reisemobil. Klar, jeder muss erstmal wissen, wo seine Prioritäten liegen. Wenn die zum Beispiel auf einem möglichst kleinen Budget aufbauen, dann ist der Bocklet Dakar nicht das Richtige. Denn die mindestens 338.000 Euro muss man schon übrig haben, um mit diesem variablen Auto auf Reisen zu gehen. Eines hat Bocklet gezeigt. Es gibt immer noch Ideen, die aus weniger mehr machen. We'll be right back.